Aloha, mein Name ist Kalle Schwensen. Um es auf den Punkt zu bringen: Ich finde die selbsternannten Klimagurus, die mit ihren illegalen Aktionen wie Festkleben auf Straßen und Flughäfen, Zerstörung von Kunstwerken und Vandalismus in Hotels und so weiter auf sich aufmerksam machen wollen, mehr als überflüssig. Und das ist die höfliche Definition. Während die Polizei mit Gewalt gegen alte Frauen vorgegangen ist, nur weil die keine nutzlosen Masken trugen, stehen sie bei den Störenfrieden, die den öffentlichen Verkehr lahmlegen und Familien am wohlverdienten Urlaub hindern, tadellos daneben. Und wenn dann beherzte Bürger diesen Spuk ein Ende bereiten wollen und die Straßenkleber schlicht von den Straßen ziehen und damit die illegalen Blockaden beenden wollen, dann greift der Staat plötzlich ein und versucht, diese aufrechten Bürger juristisch zu belangen. Ich finde, man darf diese aufrechten Bürger nicht im Stich lassen. Deshalb habe ich die Initiative Recht für Helfer ins Leben gerufen und eine Anwaltskanzlei gesucht, die bereit ist, diesen Bürgern juristischen Beistand zu gewähren. Diese juristischen Hilfen, Gerichtsverhandlungen, Berufungen etc., kosten naturbedingt Geld. Deshalb möchte ich hier zu möglichst vielen Spenden aufrufen. Das Geld geht an ein extra dafür eingerichtetes Spendenkonto, das gesondert betreut und verwaltet wird und ausschließlich nur für diese juristischen Kosten verwendet wird. Ich bin sehr froh, dass die renommierte Kanzlei Mingers Rechtsanwaltsgesellschaft mit Sitz in Jülich und Köln und deren Chef Herr Markus Mingers persönlich sich bereit erklärt hat, das Projekt Recht für Helfer zu realisieren. Über die extra eingerichtete Webseite Recht für Helfer, ich halte das hier mal ins Bild, ich hoffe, ihr könnt das lesen, Recht für Helfer, für natürlich mit UE, Recht für Helfer.de. Auf dieser Webseite könnt ihr Spenden einzahlen und dieses Projekt optimal unterstützen. Wir freuen uns über jeden eingegangene Spende. Jeder soll das spenden, was er oder was sie kann. Jeder Euro ist wichtig. Ich bin mir sicher, dass Sie damit einen guten Zweck erfüllen. Und wie gesagt, diesen Helfern, die anderen Leuten die Durchfahrt auf den Straßen ermöglichen wollen, die darf man nicht im Stich lassen, sondern man muss sie unterstützen. Ich würde mich freuen, wenn das ein Erfolg wird. In diesem Sinne verbleibe ich mit besten Grüßen aus Hamburg. Kalle Schwensen.